Hotel Action! Hotel Action! Hallöle, schön, dass du auf meinen Kanal eingeschaltet hast. Heute gibt's mal ein ganz anderes Video. Mal nicht auf dem Fahrrad. Heute möchte ich einfach mal ein Video präsentieren, wo es um das Schaltwerk geht. Es soll kein technisches Video werden, sondern ich erzähle einfach aus meinen eigenen Erfahrungen. Ich selber hatte schon zweimal ein Schaltwerk kaputt. Eigentlich war es das Schaltauge, was kaputt gegangen ist. Das Schaltauge dient ja als Sollbruchstelle. Und wenn man dann durch die Trails fährt und sich irgendwie einen kleinen Ast in sein Schaltwerk reinhaut, dann konnte das Schaltwerk kaputt gehen. Und zwar 2019 hatte ich mir das erste Mal mein Schaltwerk demoliert. Da ist ein dicker Ast reingekommen. Ich habe da auch ein Foto für euch. Und es gibt noch ein zweites Bild. Dieses hier. Das war jetzt 2020. Und dazu gibt es auch einen kleinen Film, weil ich mich da so geärgert habe und habe mich das direkt aufgenommen. Und im Hintergrund hört man natürlich das gehässige Gelache. Ganz toll. Senke gefahren, dafür jetzt Schaltwerk kaputt. Dumm gelaufen. Das Problem war, der Ast hatte sich so richtig schön in die Kette verzwirbelt und dann ist das Schaltwerk einmal umgeknickt. Ja, das Schaltwerk war kaputt und das Schaltauge war dann auch gleich kaputt. Das Schaltauge wurde erneuert und auch das Schaltwerk wurde erneuert. Im Zuge dessen habe ich auch damals gleich die Kassette aufgerüstet. Da war nämlich nur eine 1134er Kassette drauf und meine Erweiterung konnte ich bis 40 Zähne machen. Also ich habe eine Neunfachschaltung von Altus gehabt. Dann habe ich mich ein bisschen schlau gemacht und herausgefunden, dass ich eine Kassette 1140 einsetzen kann, um damit natürlich noch viel besser in den Bergen klettern zu gehen. Naja, okay, das Schaltwerk wurde ersetzt, das Schaltauge wurde ersetzt. Ich habe statt dem Altus Schaltwerk jetzt ein Schaltwerk von Shimano wieder drin. Es ist die XT-Variante. RDM 772 und mit dem langen Arm. Die Kette habe ich dann auch gleich verändert. Und zwar hatte die vorher 114 Glieder. Jetzt hat sie nur noch 112 Glieder. Somit schlackert sie dann auch nicht mehr ganz so doll. Also es arbeitet wunderbar mit dem neuen Schaltwerk. Und bin damit zufrieden. Allerdings ist mir dann 2020 wieder das Schaltwerk kaputt gegangen. Wieder habe ich einen Ast drin gehabt. Das Schaltauge war auch wieder demoliert. Und das Schaltwerk konnte ich sogar retten. Da war nur der Arm, der Schaltarm ein wenig verbogen. Den konnte man wieder gerade biegen. Und das Schaltauge habe ich erneuert und kann wieder fahren. Aber wo ich eigentlich darauf hinweisen will, ist, das Schaltwerk muss man nicht unbedingt erneuern, wenn es sich einigermaßen noch biegen lässt und wenn die Feder nur rausgesprungen ist. Und zwar, ich habe ja jetzt ein Ersatzschaltwerk. Shimano RDM 772. Ja, ich weiß, ich mache jetzt Werbung, aber ich bin echt mega happy damit. Und zwar, diese Feder ist es nicht. Die hier. Die ist es nicht. Es ist hier drin. Wo ist es jetzt? Da. Hier in dem Kasten. Ich schraube das jetzt auch nicht auseinander. Ich habe leider versäumt, damals beim Schaltwerkumbau ein Video zu machen, wie ich genau diese Feder dann heile mache. Weil man kann ja den Arm und alles komplett abschrauben. Man muss auch nicht die ganze Kette abmontieren vom Fahrrad, sondern man kann die Röllchen hier raus machen. Und dann kann man den Arm verbiegen. Und die Kette herausnehmen, ist überhaupt kein Problem. Somit kann man dann auch direkt am Fahrrad arbeiten, sofern dann das Schaltwerk noch heile ist.
So, das Schaltwerk selber hat hier drin eine Feder, die sieht dann ähnlich aus wie die hier. Die Feder wird hier aber gespannt. Und um das zu können, muss man den Arm einmal komplett drehen. Das geht aber nur, wenn man diesen kleinen Bolzen hier entfernt, weil dann kann man einmal komplett um die eigene Achse drehen, setzt dann die Feder ein und schaltet wieder zurück. Und erst dann funktioniert das mit der Federung. Sonst geht es nicht. Ja, das war erstmal das Thema Schaltwerk. Und da ja die Schaltaugen immer so teuer sind, habe ich mir natürlich ein asiatisches Produkt bestellt. Kostet 2,67 Euro. Dauert natürlich in der Lieferung ein bisschen länger. Aber warum jedes Mal 15 Euro auf dem deutschen Markt ausgeben, wenn es das auch tut? Und ganz ehrlich, die beiden Schaltaugen, die ich hatte, sind beide Male kaputt gewesen. Gut, okay, ist eine Sollbruchstelle. Aber vielleicht hätten sie auch länger gehalten, wenn es vielleicht direkt aus China gekommen wäre. Wer weiß das schon? Okay, das war's jetzt eigentlich. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Ansonsten stellt mir eure Fragen in den Kommentaren. Ich gucke mal, was ich darauf beantworten kann. Ich bin ja nun kein Fachmann. Aber ich finde, wenn man sich selber helfen kann, warum soll man das nicht auch der Nachwelt zur Verfügung stellen? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Habe ich euch schon mal gesagt, dass ich senken mag?